Wir sind wieder zurück bei Echo, ja, dem total coolen, naturbelassenen Let's Play. Yay, ich freue mich. Und du wolltest dich gerade an mir vergehen, während ich nicht da war. Nimm mich! Nimm mich! Warte, kann ich hier irgendwo drin sitzen und wimmern? Warte, hier. Nimm mich! Aber man kann ja gar nicht crouchen. Nee, leider nicht. Aber ich kann mich mal auf den Baum setzen hier. Oh, ach, hier sind die ganzen Rolls. Alter, man kann bei Rolls nur 5er Stapel machen. Was ist denn da los? Ja, das ist schon. Das ist effektiv. Das Coole ist, über den Baum kommst du wieder nach oben. Yay. Du kommst auch so nach oben, ne? Ja. Nur über die Erde. Guck. Oh, okay. Und ich gehe mal außen rum. Wieso bin ich denn doof? Wieso bin ich so doof? Okay, ob ich das so mache, weiß ich noch nicht. Aber das mit der Steinstraße finde ich schon ganz nett. Ist das eine Steinstraße hier? Das ist eine Steinstraße, Tobi. So sieht die aus. Echt? Ja. Okay. Ich hab jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet, aber cool. Ja, ist halt gut. Ist wie bei den Römern. Ist keine Asphaltstraße, sondern Stein, weil ich dachte, wenn wir hier bauen, also wir müssen jetzt nicht unbedingt eine Autobahn zwischen unseren beiden Häusern bauen, oder? Nee, das nicht. Aber mal eine doofe Frage. Hättest du nicht aber einfach ganz normale Bausteinblöcke nehmen können? Sehen die nicht genauso aus? Aber ich glaube, hierauf kann man mit dem Kart schneller machen. Nur, dass der Kart natürlich 2 breit ist. Also, das ist ein bisschen doof. Ah, okay. Ja gut, schneller fahren. Das stimmt, ja. Ja. Okay. Alles klar, Erik. Deswegen hatte ich überlegt, ob ich vielleicht hier... Kannst du mal hier die Dinger rausreißen gerade? Was soll ich? Was war hier vielleicht beim Behindertenpark? Ja, nicht die Rampen, sondern die Erddinger hier. Dass wir da vielleicht mal Steine probieren? Wegen schneller, warte. Mit Kart in die Mine und so, weißt du? Warte, da brauche ich meinen Karren. Nice. Nein, ich habe einen Vogel mit meinem Karren überfahren. Tobi, du Mörder! Mörder. Fleisch hat auch Gefühle. So. Ich hole mal neu. Wir bräuchten einen Schaufelbagger. Es gibt das tatsächlich Bagger, ne? Oder sollen kommen, also zumindest. Gibt's die schon? Die kommen doch erst, oder? Ich habe noch diese Blueprints gesehen, wo sie gerade rumbasteln. Boah, ist voll geil. Da kommt, glaube ich, noch einiges. Und überleg mal, wenn hier so Bagger kommen, was hier noch alles so richtig, also möglich sein wird. Man weiß es halt noch nicht, was noch alles kommt. Das wird noch richtig gut, Tobi. Warte mal ab. Ist es ja jetzt nicht... Nee, jetzt ist das Spiel ja noch scheiße, sag ich ja. Mhm, ist ja meine Meinung auch. Mhm. Aber das Spiel wird noch gut. So. Und alles wird gut. Und alles wird gut. Was? Ach, hier kann ich die ja gar nicht reinpacken, ne? Soll ich hier unten auch wegmachen, die Wege, oder? Ja, 4 vielleicht noch, 4 Stück. 4 noch? Okay. Ja, weil ich gerade noch 4 auf Hand habe und den Rest kann man ja später machen. In dem Märchenwald würde ich die Straße so lassen. Oder nee, dann machen wir auch Steinstraße. Aber was können? Brumm, brumm. Brumm, brumm. Quietsch, 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 quietsch. Cool. Wo ist denn mein Karren da? Kati, wo bist du? Na? Hä? Was denn? You attempt to dig up the soil, but the roots are too strong. Was heißt das? Der Baum ist im Weg hier. Oh nein. Das ist doch, aber, also. Ja. Lächerlich. Das ist jetzt aber nicht so geil. Da auch nicht? Ach, bitte komm. Als ob der scheiß Baum im Weg ist. Jetzt mal ernsthaft. Hast du noch einen? Nee, ne? Das war's. Das war's, du. Okay. Das war's. Wo packe ich das jetzt hin? Die Erde? Ja. Zur Hölle damit. Ich guck mal, vielleicht haben wir hier unten noch Platz drin? Wahrscheinlich nicht mehr. Wie der Baum einfach da liegt. Ich hab nur in der weiten Ferne Timmer gehört. Also, ein Sturm kam auf, Tobi, was soll ich denn sagen? Nein, oh nein. Helft ihm, der Baum. Ärgerlich.
Komm, ich zieh seine Wurzeln raus, vielleicht kann ich die anderswo wieder anpflanzen. So, oh, ich helfe mit. Hilft das was, wenn ich mithelfe? Ah, ne, ich bin too hungry to work. Okay. So. Hä, du hast ja gerade Kinderschokolade gegessen, wie kannst du da too hungry sein? Was denn? Voll am Wegsaugen. Brauchst du noch Holz für dein Dach? Immer. Okay, gut. Ich always. So. Flomp, flomp, flomp. Oh. Huch. War das alles? Hä, war das nur dieses eine? Ja, irgendwie was? Schon. Warte mal, das hier sind jetzt eins. 1, 2, 3, 4, 5, okay. Ja, weiß ich nicht. Kann man auch ein bisschen später machen. Ich guck mal, ob ich Stone Rams, vielleicht die Rams durch Stone Rams ersetze und mal gucken, wie viel es bringt oder was es bringt. Sieht halt wahrscheinlich besser aus, ne? Das weiß ich gar nicht, aber es muss ja auch so einen Effekt haben, oder? Ich denke mal, ich denke schon, dass man da besser fahren kann, auf jeden Fall. Hm. So. Wo ist es denn? Warst du das gerade? Okay. Wieso? Ich dachte, das hat sich gerade so in-game angehört. Ja. So. Place. Oh, cool. Okay. So, und jetzt? Wupp dich. Und jetzt wupp dich. Boah, sieht schön aus. Ja? Ja. Cool. Also, wir werden doch nicht etwa vorankommen, Mann. Das wäre höchst ekelhaft oben. Ich hoffe kann aber eigentlich gar nicht sein. Nee, ich hoffe nicht. Also zumindest nicht so schnell. Ich komme mit dieser Geschwindigkeit nicht klar, ich bin ja alt. Was? Geht es noch langsamer? Ich grab mal da hinten ein bisschen die Erde um. Wir brauchen sie nicht, aber ist schöner. So. Cool. Ja, ja, ja. Also, die Steinstraße sieht echt schön aus. Das sieht aus wie so eine Allee. Oder ja, normalerweise bräuchte man jetzt noch Wasser so drumherum, ne? Dass das so ein bisschen... Ja, oh, das wäre natürlich ein Traum. So wie so... Ja, wie das halt früher so im Ägypten, ja, wie du schon sagtest, war. Bei Assassin's Creed Origins sieht man das tatsächlich sehr oft. So gemauerte Straßen quasi, so Steinstraßen und dann so links und rechts Wasser so lang fließen. Ja, oh, das wäre ein Traum. Gut, klappt hier nicht überall, aber Traum wäre es trotzdem. Oh, wie schön das einfach aussieht mit dem... Ja, jetzt muss ich auch machen. Jetzt hast du mich getriggert, warte. Oh ja, geil. Ne? Das sieht schon geil aus. Dann mache ich mal ganz kurz eben... Hol ich mal ein bisschen Stein. Wo ist denn... Stonebrazzi? Wo ist denn hier mein Karren? Kann man hier eigentlich... hat man das schon geguckt? Kann man Aquädukte eigentlich mittlerweile bauen? Oder war das noch so ein... Ja, kann man. Müssen wir aber nicht, weil unsere Erde hier halt echt feucht genug ist. Wo baut man diese Aquädukte denn? Ich habe das noch nie gesehen irgendwo. Also es gibt kein spezielles Aquäduktding, was man bauen kann. Oh, das wird nicht passen. Okay. Sondern du musst ja halt aus Stein, musst du dann den Fluss umleiten sozusagen. Ach du Scheiße. Ja, genau das. Mit Wasserrädern wahrscheinlich auch, oder drehen sich die Wasserräder noch nicht? Die Wasserräder sollen noch nicht so funktionieren. Also die drehen sich schon und machen, glaube ich, Energie, aber die funktionieren noch nicht so. Warte mal, ich versuche mal mit den Karren jetzt hier. Bin ich schneller? Weiß ich nicht. Also die funktionieren aber noch nicht so, dass die Wasser jetzt irgendwie umleiten würden oder so. Ah, okay. Bin mal echt gespannt, was in einem halben Jahr alles möglich ist. Boah, ja. Also ich hoffe, also ich weiß nicht genau, wir werden bestimmt den Meteor besiegen, glaube ich. Aber ich habe das Gefühl, wir werden das vielleicht noch in der Early Access schaffen. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Guck mal, wir haben jetzt schon das Maschinending gebaut. Genau, genau, genau. Aber das Ding ist, wenn du das Teil besiegt hast, du kannst ja noch so viel bauen und so viel machen, das ist so toll. Ja.
Und man will es auch. Vielleicht sollten wir uns ab und zu mal die Patchlogs durchlesen, was so dazugekommen ist. Ja gut, da war ja. Ist, meistens so, man startet in die Aufnahme. Damit man den Zuschauer auch informierend begleiten kann durch dieses Let's Play. Tobias, was ist mit dir los? ich bin es nicht. Ich bin irritiert einfach. So. Ist ein bisschen umständlich gerade, aber je mehr Erde wir los... Ah, nee, Quatsch. Ah, ich kann, glaube ich, nicht mehr Erde weggraben. Was rumpelt denn hier so? Keine Ahnung. Hm. Schräg. Wir können hier unten auf jeden Fall bald zwei neue Stockpiles hinbauen. Ja, geil. Das ist sehr, sehr gut. Genug Platz ist auf jeden Fall. Ich hab keinen Bock mehr, Steine zu prügeln, Mann. Das verstehe ich nicht. Und das macht auch nicht mehr, dass man den Karren nicht irgendwie erweitern kann, so, weißt du, dass man da irgendwie noch mehr drauf kriegt. Mit einer Eisenschaufel soll es ja gehen. Ich benutze extra eine Eisenschaufel gerade, weil man damit nämlich tatsächlich 35 Plätze hat, nicht 25 im Karren. So die Info aus den Kommentaren. Hä, mit einer Schaufel einfach? Hä, da müsste ich ja, ich habe eine Eisenspitzhacke, aber ich habe nicht mehr Platz da drin. Nee, eine Eisenschaufel soll es sein, nicht eine Eisenspitzhacke. Du musst mir schon zuhören. Hä, wirklich eine Eisenschaufel? Ja, aus Eisen machen halt. Also, du, oder wenn du Schaufeln skillst, kriegst du, glaube ich, auch eine Geschenk dazu. Ich glaube, da habe ich meine her. Okay. Oh. Wie viel Kilo Platz hast du jetzt in deinem Karren? Auch 750? Ja, ich glaube, ja. Obwohl ich eine Eisenschaufel habe, habe ich auch nur 57 Kilo. Deswegen verstehe ich nicht genau, ob das wahr ist. Aber es stand mehrfach in den Kommentaren. Hm. Und ich muss glauben, was da steht. Weil das die Zuschauer geschrieben haben, ne? Natürlich. So. Aber auch, ehrlich gesagt, weil sie es voller Inbrunst geschrieben haben, als sei das natürlich klar. So. Na gut, Erik, da hätte man ja aber auch mal ein bisschen nachdenken können jetzt. Was willst du damit sagen? Ja, das ist ja klar. Also, wenn die Zuschauer das schon so schreiben, dann muss das ja auch stimmen. Achso, ja klar, gut, dann ist gut. Ich dachte schon, du wolltest ja was kritisieren. Dann ist gut. Ja, an die Zuschauer nicht, aber an dir. Achso, ja. 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 So. Wo ist denn die Straße hier? 8 Stück haben wir noch. Okay. Card Against Humanity muss ich erstmal auslagern. Habe ich hier noch... Da. So, 10. Hm? Oh, ich bin mit meinem Karren die Rampe hier runtergefahren. Ich hoffe, der... Also, ne? Ich hoffe, der rollt jetzt hier nicht rein. Hm? Verstehe ich nicht. Die alte Karrensau. Verstehst du, was ich meine? Nee, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht, Tobi, gar nicht. Was? 1, 2, 3, 4, 5. War geil. Stone Road mit 120% Efficiency hat die Stone Road angeblich. Gut. Oh. Wer bin ich, dass ich das hinterfrage? So. Schön, schön. 1, 2 habe ich bis jetzt benutzt. 3, 4. Wird schon schön, glaube ich. Ich glaube, das wird echt schon ganz schön. Nice, sagst du, wa? Ja. Kostet zwar ein bisschen viel, so eine Steinstraße, und hier muss ich eventuell noch einen fiesen Baum wegmüllen, aber sieht echt gut aus. Hm. So. Bin froh, dass ich gerade gemacht habe. Ja. Du hast ja auch genug von den Dingern. War nicht. Oh. Ich muss nämlich nochmal ran, Tobi. Es hilft nichts. Nee, echt jetzt? Manchmal muss der Mann nochmal ran. So. Ein Propaganda-Video aus den 70ern. Propaganda? Ja. Okay, wo? An welchem Tisch? Das war hier. Ach, der bastelt immer noch die. Der macht immer noch die Straßen. 12 Stück, okay. Oh Gott, das dauert ja Ewigkeiten.
kann ich das verschnellern nehmen? Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Es sind seine Straßen. Dö. Was? Nee, ist schön. Sing weiter. Mm. Das gefällt mir. Das ist ein Schlaflied. Digging, Farming, Gravieren. Ah, das war das. Tja nun. Okay, wenn das hier noch dauert, dann kann ich ja momentan eh nichts machen. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben aber zwei weitere Regale. Die würde ich gerne mal schnell aufstellen. Wo sind die denn? Hier ist irgendwie Bratenfett. Meatstock. Hm. Ja, Träumchen. Hm? So, dann ist das fast voll? Oh, geht. Was? Nach oben. Was? Oh, ich komme nicht. Ich komme nicht hoch, Alter. Ah, das hat Schwinger. Hm. Hat die Mine oder was? Ja. Ach so. Vorwärts fahren ist tatsächlich schwieriger als rückwärts. Also quasi das Ding hinter dir haben. Ja, vor allem, weil der rumeiern muss die ganze Zeit. Finde ich realistisch, finde ich cool. Hm. Trotzdem ist das Rumeiern nervig. Ja. So, komme ich von hier an die Kohle? Nein. Ach cool, geil. Aber kann ich vielleicht das hier verlinken? Oder einfach sagen, go? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, war ein Versuch wert. Zwei Bücherregale. Zack. Die würde ich dann gerne hier so. Geht schon, oder? Kann man so anbieten. Den würde ich eventuell noch hier in der Mitte machen oder so neben die Tür, damit das so ein bisschen, aber da müsste ich ganzen Bücher herausholen. Obwohl, würde jetzt langsam gehen. Und hier oben sieht es ja langsam auch wohnlich aus. Es wird ja langsam. In der Aufnahme passiert wenigstens mal was. Verstehst du, Tobi? Das ist ja passiert wieder was. Ja, ich, bei mir auch. Das ist unglaublich. Was denn? Mir passiert überhaupt nichts. Ach so. Oh. 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4, 5. Ja, geil, hier passen genau zwei Stockpiles hin. Ja, voll geil. Hammer. Ist der Hammer am Start? Da ist einiges am Start. Ich baue die Stockpiles gleich einfach mal, dann können wir die schon hier hinsetzen, voll gut. Okay. Machst du das mit dem Weg, der da durchgeht? Ich lasse Wege frei, ja, auf jeden. Ah, okay. Dass man einfach noch mehr und immer weiter und weiter und noch mehr und weiter und völlig übertrieben und noch weiter und du weißt schon, was ich meine. Ja. So. Ah, die Steine! Ah. Tobi, nein! Nein, Tobi! Nee, ich lebe noch, alles gut. Oh, achso, okay. Dann. So, 0. Ich versuche mal, das Dach weiterzubauen. Zack, 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 zack. Ich will nicht runterfallen. So. Du. Last Christmas, I give you my heart. Echt? Geil, Tobi. Wusste ich nicht. Hast du das nicht gekriegt? Ach, die Hell wieder, wa? Kam nicht an. Ja, wieder verschlampt wahrscheinlich. Tobis Heart kann jetzt beim Copyshop abgeholt werden. 30 Kilometer weiter weg. Ja, grundsätzlich. Irgendwie drei Ortschaften weiter. Ich hatte das tatsächlich mal in der Nachbarschaft. Wohnt eine Hundebekanntschaft quasi. Mhm. Und die Frau wurde tatsächlich mal 3 Stunden von hier weiter weg benachrichtigt. Boah. What the fuck? Das ist schon krass gewesen. Das ist ja fast schon illegal. Ja, ich weiß auch nicht, wie das da hingekommen ist, das Paket, ehrlich gesagt. Ob die das da falsch eingeliefert haben, dort vielleicht, dass es da irgendwie falsch hingeleitet wurde und dann haben die das einfach irgendwie dort als benachrichtigt gemacht. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Also bei uns kommt eigentlich meistens alles an. Ich darf mich sagen, mich beschweren.
Bei uns auch, also ich habe auch kein Problem. Ja, aber manchmal ist es halt so, dass dann Sachen... Ja, also hier und da gibt es halt immer mal, aber gut, ganz ehrlich, da steckst du nicht drin, ne, aber... Ja, also vor allen Dingen auch, wenn man zu Hause war und da steht da irgendwie, konnte niemand angetroffen werden und vor allen Dingen... aber meistens ist das tatsächlich, wenn wir irgendwie auf Preis bestellen, um auf Termin zu bestellen quasi so, ne, muss entweder ganz schnell da sein. Ja, ja. Ja, ja, und genau die Sachen, ne, also Amazon, same day... Hat noch nicht ein einziges Mal funktioniert. Nicht ein einziges Mal. Kommt immer später als Prime an. Immer. Und ja, das ist halt scheiße. Und vor allem, wenn du es bezahlst, ist es doof. Genau. Und wenn du DHL Express machst, hat noch nicht ein einziges Mal funktioniert. Nicht ein einziges Mal. Echt nicht? Nee. Okay, gut. Also bei uns ist, wenn ich DHL Express mache, ist der tatsächlich morgens immer um halb, ja, so halb zehn spätestens schon da. Okay, ja gut. Das hat hier noch nie geklappt. Ich weiß aber nicht, warum. Wobei, die DHL-Fahrer und so, man kennt sie ja inzwischen auch schon, die sind halt alle auch super freundlich und machen ja sonst auch immer... Also ich weiß nicht genau, was da schief geht. Vielleicht ist es eine andere Schicht und andere Leute. Keine Ahnung. Das kann sein. Manchmal ein bisschen frustrierend. Ja, manchmal ist es ein bisschen blöd, aber... Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen kann ich mich hier auch nicht beschweren tatsächlich. Hier und da ist halt vor allem im Weihnachtsverkehr immer mal ein bisschen scheiße gelaufen, aber... Ja gut, zu Weihnachten, ganz ehrlich, da, ne, also da ist man vielleicht auch ein bisschen selber schuld, wenn man Last Minute bestellt. Ja, ja gut, da waren dann so Geschichten dabei, wie dass der DHL-Fahrer, der des Deutschen leider nicht mächtig war, zu mir sagte, mein Name wird nicht an der Klingel stehen. Sigi! Wo ich mal denke, so, ja, klar, weißt du, so 1000 Pakete im Jahr bestellt, aber jetzt steht der Name plötzlich nicht mehr dran. Mhm. Glaubwürdig. Also, so Sachen halt, aber sonst eigentlich alles easy. Ich finde unseren Hermes-Inder cool. Habt ihr auch einen Hermes-Inder? Nee, aber wir haben so einen hyperaktiven Hermes-Fahrer. Wenn du nicht innerhalb von einer Sekunde an der Tür stehst und aufmachst, dann fängt er ja, so mega genau. Aggressiv einfach. Oh. Ja, boah, das ist da los? Das hat mit Motivation auch schon nichts mehr zu tun. Ja, das ist bei uns genauso. Boah, sieht das geil aus von hier oben. Cool. So. Das Dach wird auch langsam. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund von Dächern in diesem Spiel. Wenn wir jetzt noch mehrere Häuser bauen sollten, dann machen wir da aber billige Dächer, oder? Ja, ja, ich mache das jetzt auch hier nur einmal, um es dem Zuschauer zu zeigen, wie es nicht geht. Richtig. Ja, das ist, weiß ich nicht. Heute, wie man es nicht machen sollte. Ja gut, es ist ja hinzukriegen, ne? So ist es jetzt nicht, aber trotzdem ist es halt, es ist nicht geil. Es ist frustrierend teilweise. Ja. Und es ist sehr, 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 sehr ressourcenfressend. Ja, sehr. Also das ist schon krass. So, apropos. Ich muss jetzt wieder Holz herstellen. Ach, das war draußen. Ich vergesse das immer. Ach, das geht hier auch. Okay, mach ich hier. So, 100 Holz, nochmal 100 Holz. Warum auch nicht? Weil da sonst nichts zu tun. So, der Fleischertisch ist durch. Und der hier? Das war gar nicht er. Er hier war das Problem. Okay, der macht noch Meatstock. Alles klar. Boah, das dauert ewig. Das dauert so lange. Mann. Was tut man hier alles, um dem Tobi ein leckeres Mahl zu kredenzen? Geht das auch schneller? So. Ja, stell mal vor, Mittagessen zubereiten. Wie lange dauert das hier bitte? 3 Tage Ingame-Zeit. Kann doch nicht sein. Klar. Boah, Alter, 10 Frames. Es wird immer besser. Was ist das denn, Alter? Boah, geil. Das ist echt ein bisschen abfuck, muss ich sagen. Tut mir echt leid für die Leute, die sich das angucken müssen. Ja, du bei mir auf dem Chat. Okay. Ey, das ist gelogen. Ich mach jetzt keine Witze. Das ist gelogen. Ja, leider ja. Ich wünschte, es wäre nicht so. Oh, ich habe schon 5 in der Queue, alles klar. Ich mache aber noch mehr Fleisch. Weil, warum nicht, Tobi? Warum nicht? Okay. Der Baum wäre theoretisch im Weg. Was mache ich hier? Das ist falsch, Tobias. Tobias, was machst du denn da? Ich mache schon wieder Dinge falsch. Da hat man auch sein Kreuz. Warte mal, das geht hier so rum? Das ist ja alles richtig, ne? Ich will die Straße weitermachen, verdammt. Ich finde das voll schön. Ist hier schon falsch? Mhm. Nee, das ist richtig. Das ist doch
Okay, ich habe eine Idee. Und zwar erstmal was essen. Essen. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mir eine Eisenaxt mache, aber mache ich gerade mal nicht. Wie viel kriegt man davon? 800 Kalorien, 550, 10, 10, 18, 14. Okay. Crispy Bacon. Macht jetzt auch nicht so einen mega Unterschied, welche Sorte Fleisch man isst. Nee, nicht wirklich, ne? Nee, irgendwie ein bisschen enttäuschend. Weißt du, was echt ein Problem ist? Hm? Wenn du das Dach so gut wie fertig hast. Oh, oh, ja. Und dann keine Möglichkeit mehr hast, nachdem du neue Dings holen musstest, aufs Dach zu kommen. Ja, da musst du von außen irgendwie Erde dran oder irgendwas, keine Ahnung. Oder Stein als Treppe. Leitern? Warum gibt es keine Leitern? Das weiß ich nicht, Tobi. Es wäre so simpel. Wenigstens ein paar fucking Bauleitern oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Es könnte ja so einfach sein. Es könnte alles einfach sein. Ist es aber nicht. Aber nicht. Yeah. Oh, ich liebe das Lied. Das stimmt, ja, das ist cool. Ich habe letztens, habe ich auf YouTube geliked. Und das wird dann auf Twitter auch gezeigt. Ja. Das haben wir uns verdient. Kennst du das Lied? Ja, habe ich gesehen bei dir, von Groove Minister. Habe ich mich gefragt, Alter, wie kommt der Tobi jetzt auf das Lied? Das habe ich bei Tenendo tatsächlich, weil der guckt sich immer so Werbe. Ja, ne, so wie keiner über das ausspricht. Mhm. Habe ich gesehen, der guckt sich immer so alte Werbevideos an. Ja, geil. Und da war dieses, das haben wir uns verdient, von so einer Versicherung damals. Ah, okay. Ja, das ist Groove Minister. Das war noch, da war ich noch jung. Das haben wir uns verdient. Und das war eigentlich so ein Abklatsch von Fanta 4. Also richtig schön nachgemacht. Von Tag am Meer. Das ist voll geil. Also ich feiere das irgendwie. Und ich guck so und denk so, Groove-Minister, Alter, ist Tobi 100 Jahre alt oder was? Ich hab das Lied einfach nur gefeiert, ich fand das gut. Das haben wir uns verdient. Ist auch voll schlecht halt auch einfach. Ja, Mann. Da musst du mal hören, hier, wie war das nochmal? Sie ist meine Schwester und sie hat ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei sowas besser. Kein Witz, ist echt ein Lied. Ja. Okay. Ja. Und es ist genauso gut, wie es sich anhört gerade. Ist das von den gleichen? Nee, ich habe vergessen, wie die hießen. Peinlicherweise eine Braunschweiger Band. Oh. Peinlicherweise. Hast du auch wieder mitgecastet? Ja, ne? Ja, natürlich, klar. Da war ich ja. Also, ich habe einen Songtext geschrieben. Oh Gott, nein, wirklich nicht. Also, ich mache gerne Witze, aber da hört es auch auf. Oh, ja, nee, das war ganz furchtbar. Ich habe vergessen, wie das hieß. Meine kleine Schwester oder so? Ich weiß es nicht. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Dum, 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 dum. So. Ah ja, die Steinstraßen sind fertig geworden gerade. What? Alter, Impact in 331 Tagen. Fuck. Okay, das wird aber knapp. Wird eng, ne? Da müssen wir uns aber echt dran halten. Das wird eng, hör mal. Okay, zugegebenermaßen, ich wusste halt am Anfang nicht, wie viel es, ne, gibt und wie schnell wir sind und so. Wir sind schon relativ gut halt, ne, klar. Wir können ja so richtig cool einfach tun. Hm? Sobald wir die Laser gebaut haben, setzen wir das Ding einfach auf einen Tag nur noch, nehmen so lange eine Folge auf. Mhm. Und dann in so bei 2 Sekunden Countdown starten wir die Laser. Und stellen fest, dass sie 3 Minuten zum Aufladen brauchen und verlieren das Spiel. Ja gut, das müssten wir vielleicht vorher checken, aber wir müssen uns halt so cool wie möglich darstellen. Mhm. Weil das machen YouTuber so heutzutage. Okay, und dann letzte Sekunde, so eine Richtung, ne? Ja, genau, mit richtig krassen Effekten und Jump Cuts und sowas. Ja, geil, und Flares und alles, nice. Hammer. Ja, hab gehört, so läuft der Rettich heute. Mhm. Ja, ist auch wirklich so. Also. Ja. Und dann am besten in den ersten 5 Sekunden alles übertrieben mit Flares und Action und Musik und Blam. Und dann geht's aber ganz normal weiter. So, ja, hallo, da sind wir wieder.
Ja, du musst im Intro halt auch richtig laut schreien. Ja, natürlich, natürlich. Super. Uah, nein, ja, und ich sitze dann einfach nur hier und denke mir so, das haben wir uns verdient. So. Aber es nützt alles nichts, Erik. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ich weiß. Nehmen wir jetzt noch eine Folge auf? Oder wir nehmen jetzt gleich noch eine Folge auf, ja. Okay, dann ist gut, weil ich... 8 Folgen, das wäre ja perfekt. 8 Folgen, weißt du? Überleg mal. Ja, das ist doch supi. Und vor allen Dingen mit der Überlänge immer. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange wir hier immer natürlich sitzen. Und was wir für euch alles machen. Ja, diese Selbstgeißelung und Aufgabe einfach. Das ist krass. Heftig. Momentan warten 5 Bikini-Mädels eingeölt draußen vor der Tür. Und wollen jetzt hier quasi, dass ich mir den Gürtel hole. Und stattdessen sitze ich aber hier und nehme natürlich für euch auf. Ja, wir verpassen da die Chance unseres Lebens. Richtig, weil ihr die Chance unseres Lebens seid. Oh Gott, jetzt hört's auf. Jetzt aber auf. Jetzt ist aber so ein bisschen Kotze hochgekommen. Ja, das war schon ein bisschen sehr widerlich. Alter. Oh, no. Entschuldigung. Alter. Oh, es ist schön, einfach schön, Tobi. Träumchen. Ja, dann vielen Dank. Ich gehe jetzt duschen. Für diese Chance. Ja, vielen Dank für diese Chance. Schön, dass ihr da seid. Und dann hören wir uns, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Es wäre uns geil, wo ich dann weiterhin Stein schlage und mein Dach fertig baue. Hammer. Ja, geil. Und ich hebe hier irgendwelche Straßen aus. Ist auch ein Traum. Aber, ja, es geht immer voran, so langsam. Und es ist ja auch das Spiel. Also darf man ja nicht vergessen, es gehört halt dazu. Da können wir nicht für, ne? Da können wir nicht für. Eben. Richtig. Gut, Freunde, geil. Dann bis zur nächsten Folge. Cheerio. Tschüss. Tschüssing.